Zunächst einmal, ich gehörte nicht zu denjenigen, die quasi die Initiative sofort abgelehnt haben. Das war so ein bisschen mein Eindruck, dass gerade in Europa man sehr schnell in der Reaktion war und vor allem diese Reaktion sehr schnell quasi negativ war, nach dem Motto, von Trump kann nichts Vernünftiges kommen. Ich habe das versucht, eher positiv bzw. neutral zu kommentieren. Man kann in der heutigen Zeit dankbar sein, dass dieses Thema endlich wieder aufgegriffen wurde. Und vor allem, man kann wirklich sagen, endlich gab es wieder eine Initiative. Selbstverständlich, im Detail muss man über die Dinge, das werden auch die Experten auch machen müssen, über die Details nochmal reden. Und viele Dinge gibt es ja auch, die unglücklich waren, auch von der Symbolik her, dass beispielsweise kein Vertreter der Palästinenser dabei war oder eingeladen war. Über diese Dinge kann man immer sprechen. Also ohne, dass ich jetzt hier mich auf die inhaltliche Bewertung jetzt festlege, ich würde pauschal sagen, besser eine Initiative als gar keine Initiative. Und letztendlich hat die Initiative dazu geführt, dass wir in Europa, dass wir in Deutschland wieder über dieses Thema diskutieren. Und das ist schon mal gut so. Oder zumindest ist es gut, dass wir die Debatte wieder begonnen haben. Diskussion hat ja zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wie die Realität aussieht, und die andere Ebene ist, was wünschenswert wäre. Fangen wir mit der ersten Ebene an, die Realität. Aus meiner Sicht macht Europa nicht sonderlich viel. Und ich habe das ja vorhin ja auch gesagt, es gab bis jetzt auch keine Initiativen. Das ist ja unabhängig davon, bin ich ja generell der Meinung, dass Europa nicht sonderlich viel in der Außen- und Sicherheitspolitik stattfindet und wenn, dann nicht mit einer Stimme spricht. Aber wenn es jetzt konkret um das Thema Nahost geht, ich kenne derzeit keine ernstzunehmende europäische Initiative. Von daher ist es ein bisschen wenig gewesen aus meiner Sicht, wenn dann die Europäer hingehen und pauschal die Trump-Initiative kritisieren, selbst aber keine Initiative entwickelt haben. Was wünschenswert wäre, ich glaube schon, dass Europa hier einen wichtigen Beitrag leisten könnte. Das muss ja nicht isoliert sein, sondern gemeinsam mit den Amerikanern und Europäern pflegen ja gute Beziehungen, sowohl zu Israel als auch zu anderen Staaten in der Region. Die Deutschen schaffen es sogar, mit Israel eng befreundet zu sein und gleichzeitig mit dem Iran eng befreundet zu sein. Das ist ein Kunststück. Ist auch die Frage der Glaubwürdigkeit in der Außenpolitik, aber das lassen wir jetzt da stehen. Aber ich glaube schon, dass man hier die Möglichkeit hätte, zumindest alle an einem Tisch zu bringen und über mögliche Initiativen nachzudenken. Ich will allerdings auch sagen, das ist wahnsinnig schwierig, weil dafür braucht man ja auch Gesprächspartner. Initiativen alleine bringen ja nicht, sondern man braucht auch tatsächlich Leute, die das Ganze vor Ort irgendwie umsetzen müssen. Und wenn Sie sich hier mit der palästinensischen Seite beschäftigen, ich wüsste nicht, mit wem man auf der palästinensischen Seite derzeit über konkrete politische Ideen sprechen könnte, geschweige denn über Dinge, die man umsetzen kann. Die palästinensische Seite hat seit einigen Jahren keine echte Führung oder sagen wir so, hat ein Führungsproblem. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht einer der größten Probleme für die palästinensische Seite gibt. Es gibt keine palästinensische Führer und wenn es die gibt, die sogenannten Führer, dann sind sie in erster Linie mit sich selbst beschäftigt, mit den eigenen Interessen beschäftigt und weniger mit den Problemen der eigenen Leute. Das macht ein Verhandeln, ein Gespräche führen, über Initiativen diskutieren, das macht alles wahnsinnig schwierig, überhaupt irgendeinen Ansatz zu finden. Aber trotzdem sollte Europa weiter Initiativen entwickeln, gemeinsam Initiativen entwickeln, aber auch da hat in der Vergangenheit nichts stattgefunden. Sowohl auf der israelischen Seite als auch, wenn ich hier die arabischen Staaten nehme in der Region, Deutschland genießt ein hohes Ansehen. Und Deutschland wird von allen Seiten als Gesprächspartner anerkannt. Das heißt, also es ist sogar wünschenswert, sagt man mir immer wieder, wenn Deutschland mehr machen würde. Das heißt, hier könnte Deutschland tatsächlich eine wichtige Brückenfunktion übernehmen. Schauen Sie, in der Vergangenheit war es so, wenn man in der Region unterwegs war, egal zu welchem Thema man ein Gespräch begonnen hat, das erste Thema war immer Konflikt Israel-Palästinenser. Ich habe heute den Eindruck, dass das bei vielen arabischen Ländern gar keine Rolle mehr spielt.
Bin vor kurzem in Vereinigten Arabischen Emirate gewesen. Die sagen beinahe, das ist inzwischen Randthema, weil die Angst vor dem Iran inzwischen so groß ist, dass es da in erster Linie denen um eigene Sicherheitsinteressen gibt und dass sie in dem Zusammenhang sogar der Meinung sind, dass man hier gemeinsam mit Israel über eine Lösung des Iran-Problems nachdenken müsste. Das heißt, der Iran ist für die arabische Welt inzwischen eine so große Bedrohung geworden, dass diese Länder ernsthaft darüber nachdenken, dann lieber sogar mit Israel Gespräche zu führen, Sicherheitsgespräche zu führen, um quasi sich vor dem Iran oder dem iranischen Einfluss zu schützen. Das ist eine bemerkenswerte, ohne dass ich das hier bewerte, aber das ist auf jeden Fall, diese Entwicklung ist bemerkenswert, weil solche Sätze, diese Töne, hätte man vor 15 Jahren so in der Form vermutlich nicht gehört. Und ich glaube schon, dass hier die Chance besteht, mehr zu machen. Übrigens auf Geheimdienstebene höre ich immer wieder, dass schon längst punktuell Zusammenarbeit existiert. Das höre ich sogar auch aus dem saudischen Bereich. Also es ist bemerkenswert, wie sich die Dinge dort verschieben. Und ich glaube, das, was zwischen Israel und Ägypten stattgefunden hat, ich meine, man wird ja nie da von einer engen Freundschaft sprechen, aber es ist zumindest ein Schritt, um gemeinsam dazu beizutragen, dass zumindest diese schwierige Region etwas stabiler wird. Und ich glaube, es ist lohnenswert, sich dort und zumindest in dem Bereich auch als Europäer zu engagieren.